Hallo und willkommen zurück zum Let's Play Lord of the Fallen. Das letzte Mal, ja, sind wir ja in den Dungeon rumgeirrt und ich habe nicht mehr gewusst, wie wir weitermachen, beziehungsweise wie man diese eine Quest weiter verfolgen soll. Diesbezüglich habe ich ein bisschen nachgeforscht, ich wollte mich aber nicht spoilern lassen und scheinbar haben wir das, was wir getan haben, also quasi diesen Hebel ziehen. Das war, glaube ich, schon das, was wir tun sollten. Und jetzt geht's einfach weiter und dann ergibt sich die Story, wenn ich das richtig verstanden habe, von alleine weiter. Also wie gesagt, ich weiß es auch nur vage. Ich wollte mich da nicht spoilern. Zu einem anderen Thema: Warum stehe ich hier am Anfang? Weil mich hat das eine Rätsel. Was willst du denn jetzt? Oh Gott, oh Gott. Es geht ja schon gut los. Ich habe das eine Rätsel, wollte ich unbedingt gelöst haben. Und zwar das, wo man diese drei Zeichen finden musste. Die habe ich mittlerweile gefunden, habe diese auch schon aktiviert. Aber die Questbelohnung haben wir noch nicht abgeholt. Da habe ich mir gedacht, dann steige ich hier ein und dann holen wir uns die Questbelohnung zusammen. Ja, mein Timing ist wieder hervorragend, ich merke schon. Ich kann ja dann auch noch mal kurz zeigen, wo die waren. Wollen wir noch kurz. Ach komm, die nehmen wir noch mit. Dann farmen wir die gleich mit. Vor allen Dingen kann ich so auch noch ein bisschen das Timing wieder üben. Weil bei mir ist es auch ein bisschen länger jetzt her, dass ich das letzte Mal gezockt habe. War doch eine längere Pause. Die ersten Sessions habe ich quasi in einem Stück gemacht und ja, dann wollte ich weitermachen. Da ist immer was dazwischen gekommen. Jetzt geht's aber weiter. Okay, ich würde sagen, wir geben jetzt erstmal die Quest ab. Und zwar bei dem guten Herrn hier. Ich hoffe, das passt jetzt. Antanas hat drei Zeichen hinterlassen. Habt ihr sie gefunden? Aber hallo. Ich habe sie alle gefunden. Ich zeige sie dir. Es gab noch weitere Schutzräume. Ich glaube aber nicht, dass dort jemand überlebt hat. Ich bete für ihre Seelen, doch ihre weltlichen Schätze werden sie nicht mehr brauchen. Dieser Gegenstand führt euch dorthin. Ich gehe los. Mögen die Richter mich vor den Dämonen schützen. Das ist doch nicht dein Ernst. Jetzt muss ich weitersuchen. Warum kann ich mich nicht bewegen? Kompassrüstung. Okay. Wo ist der Ring? Kompass. Vor langer Zeit wurde dieses Schmuckstück von reisenden Händlern benutzt. Sie rüsteten ihre Tiere damit aus, damit sie. Das ist nicht Quatsch, Mama, das ist das Falsche. So. Glaube denen nicht, die meinen, deine Sinne würden dich trügen. Vertraue deinen Sinnen. Denn dein Gehör und dein Gespür werden dich zu Schätzen von großem Wert führen. Haha. Wenn ich das jetzt anlege, dann habe ich wieder eine Fat Roll, oder? Naja, geht eigentlich noch. Oh, geht wirklich noch. Habe ich es überhaupt schon angelegt? Ja, naja, gut. Dann wollen wir noch mal gucken, was passiert. So, hier war nämlich das allererste Zeichen. Ich bin so permanent dran vorbeigelaufen. Mich hat das wahnsinnig gemacht, weil ja dieses Signal immer kam, dass da was ist. So, könnt ihr mal ganz kurz Pause machen? Macht doch eh keinen Schaden mehr. Und zwar hier. Hier war das Zeichen. Jedes Mal dran vorbeigerannt. Und das zweite Zeichen. Oh, da habe ich mich geärgert. Und tschüss. Das zweite Zeichen. Oh mein Gott, bin ich. Also, ich bin wahnsinnig geworden. Hier hat es jedes Mal geklingelt. Jedes Mal war dieses Geräusch mit. Oh, da ist das Zeichen. Oh, da ist das Zeichen. Ich war hier. Ich habe da geguckt. Denk mal, wo ist denn dieses bescheuerte Dreckszeichen hin? Hab dann hier geguckt. Und siehe da, auf einmal leuchtet hier das Zeichen auf. So nach dem Motto: Oh, drück doch mal Y. Ja, da war das zweite Zeichen. Das dritte Zeichen hat man ja gleich am Anfang gefunden. Das ist hier an der, geradeaus an der Hauswand. Moment. Moment. Ist das hier ein Geräusch gewesen, dass hier irgendwie was versteckt ist? Das ist doch wieder dieses Geräusch da im Hintergrund. Ist hier irgendwo was?
Jetzt ist die Frage, wie aktiviere ich wieder den? Oh Gott, jetzt geht das wieder los. Eigentlich wollte ich ja jetzt die Hauptquest weitermachen. Ey. Du stehst eh gleich nochmal auf, ne? Ach ne, der steht, oder? Er blubbert noch vor sich hin. Ja, wir können. Also gut, wir laufen noch mal einmal ganz kurz darunter. Da wartet eh noch einer auf uns. Ja, auf dich falle ich nicht mehr rein. Hallo? Warum schlägst du nicht? Meine Güte, dann machen wir es aber echt lang. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob ich mir diese Geräusche gerade einbild. Ich glaube, ich höre jetzt überall irgendwelche Schätze. Na komm, wir laufen mal weiter. Ich meine, ich ehrlich bin hier im Anfangsgebiet, glaube ich nicht, dass da... ne, Moment, das ist falsch. Moment, wo bin ich denn hier? Ach da. Ich glaube, im Anfangsgebiet wird es auch nicht den riesen Loot geben. Ja, ja, ich weiß, dass du da bist. Und ich weiß auch, dass du da bist. So, komm her. Ich möchte Timing üben. Na, sehr schön. Hervorglänzen. Da ist aber auch nichts. Au! Was? Der hatte mich noch im Visier? Ey, du Sau! So haben wir aber nicht gebettet. Geh weg. Mann, Mann. Oh. Das nehmen wir mit. Ja. Jetzt rennen wir einfach mal durch. Geht das nicht auf einmal auf, oder? Nee. Weil da hinten muss... gehe ich fest von aus, dass da auch noch was ist. Oh, da ist unser großer Chef hier. Ach, ich hätte auch einfach durch die Burg rennen können. Ne? Wir haben hier überall Ausgänge. Ach, naja. Jetzt ist es auch egal. Nehmen wir aber den kurzen Weg. Obwohl... Ach nee, warte mal, hinten hat er immer gesagt, er braucht einen Schlüssel. Vielleicht finden wir den noch. Hallo, der Herr. Wir haben ein Date. Hallo, hallo, hallo. Hallo, 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 wir haben ein Date. Ach, ich stehe drauf. Ich liebe es, wenn ich dann mal eine Waffe habe, weil so ein Spiel, die mit einem Schlag tötet. Das ist so befriedigend, wenn du dich vorher mal da durchgekämpft hast, wie so ein Vollidiot. Na, na, na. So, okay. Wir könnten jetzt eigentlich die richtige Abkürzung nehmen, aber ach nee, ich habe jetzt keinen Bock gegen den großen... Huch! Ihr seid neu. Was macht ihr denn hier? Au! Warte mal kurz, ich brauche hier gerade mal meinen richtigen Stich. Wieso weichst du hier aus? Ich wollte dich killen. Ey! Okay. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Warum sind denn hier auf einmal diese Gegner? Habe ich irgendwas verpasst? Habe ich irgendwas aktiviert? Was haben wir hier? Der Hoffnungshammer. Den wir wahrscheinlich nicht tragen werden. Hoffnung. Glauben. Hochmut. Na, wo ist denn jetzt der blöde Hammer hin? Hammer. Da ist der hoffnungsvolle Hammer. What? Warum? Ach so, ja okay, ich brauche die Stärke, aber dennoch wäre nicht stark.
Bin nach wie vor ein bisschen verwirrt, warum hier auf einmal ganz andere Gegner rumstehen. Wie kommt denn das jetzt auf einmal? Die Tür ist von der anderen Seite blockiert, okay. Warum trittst du denn immer? Nee, 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 nee. Also ich bin ja davor noch mal hier lang gelaufen und da waren diese Gegner nicht da. Aber hier ist halt wieder normal, oder? Ja. Sehr gut. So, wir gehen jetzt schnurstracks Richtung Boss. Jetzt sind wir ja eh gleich da. Hier holen wir uns noch mal kurz frische Sachen. Sind hier jetzt auch andere Gegner? Ne, da stapft er immer noch rum mit den zwei anderen und den großen. Okay, interessant. Machen wir jetzt nicht. Dann gehen wir noch mal durchs Portal und holen uns den letzten Wächter. Oh Gott, ich hoffe, das wird es haut hin. Okay. Wartet uns hier wieder eine böse Überraschung? Nee, da steht keiner, oder? Steht da einer? Da steht doch einer. Seit wann steht denn hier einer? Och nö, das ist so ein Fucky-Zauberer. Nein! Vergiss es, mein Freund. Ja, was machst du jetzt? Oh, er explodiert. Nein, ich häng fest. Na toll. Na gut, egal. Da oben haben wir eh gleich den Stein. Halt, oder was fallen lassen eigentlich? So. Hast du was für mich? Nee, okay. So, hier geht's zum Boss. Dann safen wir hier gleich mal ab. Ja, dann würde ich sagen, geben wir noch mal, halt, nein, Quatsch, hier lang, noch ein paar Seelen ab und stellen uns den Großen. Hallo, der Herr, wo bist du denn? Huh? Okay. Oh. Okay, der will Party machen. Warte mal. Okay, jetzt sag ich mal. Okay, ich mache gut schaffen. Ui, ui. Oh, okay. Stopp. Ja, das ist fies. Lass mich noch mal was trinken hier. Geh weg jetzt. Ui, ui, ui. Können wir mal drüber reden, dass du jetzt mal aufhörst mit dem blöden Laien hier? Okay. Oh, komm. Ey. Nicht, so wird es nichts, so wird es nichts, so wird es nichts. Wenn er mich ja einmal so in dieser Mangelung hat. Ja, komm. So, jetzt lass mich mal in Ruhe trinken. Danke. Was machst du jetzt? Hä? Oh! Okay. Das hat. Oh! Ja, das war ein Schlag zu viel. Oh. Das war's noch nicht. Ja, war doch mal. Okay, ich muss mal diesen Ring dann wegnehmen. Das ist gerade echt ätzend. Ja. Okay, wenn du das machst, kann ich doch hier schlagen. Kann ich die nicht blocken? Ui. Lästiges kleines Mistvieh. Okay, stopp, nein, andersrum. Ich würde gern den einen, wie hieß denn der Ring? Knochenarbeit? Genau. Habe ich jetzt eine schnellere Rolle? Nicht wirklich, ne? Das gefällt mir nicht. Kann ich noch was runternehmen? Vielleicht den Helm gegen eine schwache, Quatsch, leichte Rüstung. Leichte Dimension 15. Ach komm. Egal.
Ist das jetzt schneller? Nicht wirklich. Was ist denn, wenn ich generell eine leichte Rüstung annehme? Moment. Da gab es doch irgendwie einen Knopf, dass ich. Ach ja, hier. Naja, ah, guck mal einer an. Ich glaube, das ist. Das wird ein bisschen besser. Bilde ich mir jetzt mal ein. Okay, so, jetzt muss ich hier erstmal. Eieiei, okay. Das ist schon besser. Oh, mein Freund. So, nein. 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 Au. Ey, du bist aber fies. Okay. Was machst du jetzt? Warum machst du immer neue Moves hier? Oh, oh. Ich bin zu gierig. Ich bin einfach zu gierig. Ja, ja. Jetzt hat er mich wieder. Okay. Meine Chance zu trinken und dann auszuweichen. War das jetzt gut? Uff. Ah, ich darf nur einen Schlag. Einen Schlag nur. Das bringt nichts. Das bringt einfach nichts. Ja, ist ja gut. Bin ich wieder dran? Okay. Ich wieder dran. Au. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Hey, ich hab. Ich hab gedrückt. Nein! Ich hätte danken sollen. Ich hätte nachfüllen sollen. Ja, ich bereue es. Hör auf jetzt. Ich habe vielleicht eine Idee, wie wir den anderweitig besser schlagen. Wir gehen mal etwas weiter weg. Genau, jetzt macht er echt diesen Move. Und da kann ich nicht drei Treffer setzen. Ja, ja, tritt du mal weg. Jetzt lasse ich wieder so ankommen. Ich glaube, das ist ein geschickt direkt. Oh Gott, nein. Und ich stehe mitten neben dran. okay. Ich muss mir was überlegen, wie ich diesen Kügelchen da ausweiche. Ich darf mich nicht mit reinstellen. Keine Chance. So. Wir hatten schon zur Hälfte. Au! Können wir drüber reden? Okay, jetzt stehe ich wieder mittendrin! Fehler! Fehler! Uiuiui. Ui, ui. Ach ja, okay, das ist dieser Dick-Move hier von ihm. So. Ich spiele hier gerade echt Risiko. Och nö. Okay. Leute. Oh, das hat doch gut geklappt. So, kommst du angeschossen? Es war zu gierig, es war zu gierig. Es war zu verlockend, dreimal hinzuschlagen. Es ist doch immer das Gleiche. Ja, ja, mach du mal deinen Gelump hier und ich schlag dich, okay? Einmal reicht, denke ich. Okay, yo. Au. Sicherheitshalber. Hoppala. Wisst ihr, was ich mache? Ich mach so. Aua. Ja, das haut doch schon mal besser hin. Aua. Okay, du tobst dich da hinten aus, ich tob mich hier aus. Ach, Kacke, jetzt geht das wieder los. Ich häng fest. Nein, 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 nein.
Ja, ich bin zu gierig. Man darf es einfach nicht machen. Oh oh. Puh. Wieso treffe ich denn nicht? Okay, er trifft. Ich habe nicht anvisiert. Doch, ich habe mal anvisiert. So, okay, sehr schön. Jetzt bin ich gleich tot wahrscheinlich. Kommt ihr angeflogen? Au! Au, au, au! Ach, das ist doch nicht dein Ernst. Wenn mich eins trifft, dann bin ich fällig. Wir waren gut. Wir waren gut. Monsignore Idiot. Ja, ja. Nur weil du deine Funkelsteine hier hast, ey. Hoppala. Okay. Ist recht. Oh, oh, oh. Moment. Danke. Der Nachteil mit der Rüstung. Oh shit. Ach, der macht ja den Move. Nein, 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 ich will nicht. Hat gut geklappt sogar. Oh nö. Wie konnte ich denn das jetzt nicht treffen? Ja, diesen Move, den kannst du von mir permanent machen. Ist auch kein Thema. Ui, 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 ui. Okay. Oh nein. Jetzt macht er diesen Scheiß nicht wieder. Bin nur rumhüpfen. Okay. Oh, bin ich da. Ich war gar nicht da. Ah, komm. Ich habe auch den falschen. Ich tank nochmal. Oh, oh, oh. Nein, Herr Kollege. Nein, 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 nein. Da. Ich krieg den nicht. Ich fass es nicht. Mann! Mein Ding ist so kurz. Wir können mal kurz über eine Pause reden. Das ist doch einfach kacke, was du da gerade treibst. Och nö. Ja, ja, ich weiß. Autsch, das hat weh getan. Uff. Jetzt hör doch mal auf, bleib stehen! Nein! Dieser scheiß Move! Komm jetzt her! Ich möchte ins Finale! Komm, du zauberst doch. Aua! Du zauberst doch eh noch was aus dem Hut. So einfach lässt du mir das doch nicht durchgehen. Du wärst der Erste, der nicht irgendwie mehr. Oh shit! Jetzt bin ich in einer äußerst unbequemen Scheißsituation. Oh Gott, das war mehr Glück als Verstand. Jetzt holen wir uns. Juhu! Welcher Anlauf? Dritter? Ach, sehr schön. Ui. Ja, ist doch schon mal sehr schön. Gleich mal nach neuen Einstiegen Boss gelegt. Was haben wir gekriegt? Versiegelte Rune. Feuerwandler. Ich befürchte, den werden wir nicht brauchen können, aber wir können ja mal gucken. Wir können mal gucken, wo er ist, wenn ich ihn finde. Wo ist er denn? Ja, Sabralot. Wo hast denn du deinen blöden Feuerwandler? Jetzt ist er wieder ganz oben. Oh, 116. 173.
20, der macht noch mal, der macht 170 Schaden, das Schwert. Ja, okay, aber ich mache immens mehr physischen Schaden. Die Angriffsgeschwindigkeit ist daher schneller. Ach nee, wisst ihr was? Nee. Jetzt behalt mal die Axt. So. Jetzt ist guter Rat teuer. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt machen. Wir haben ihn erledigt. Achso, jetzt müssen wir zu diesem Vernichter. Das war doch der, der am Munder seine Trommeln geklopft hat. Dann gucken wir doch mal da rein. Da ist ein Tor, das wartet auf uns. Soll ich die andere... Ja, wisst ihr was? Ich lege die andere Rüstung auch gleich nochmal an. Wenn ich nochmal wüsste, wie die hieß. War das die? Nee. Die war das, oder? Nee, oder? Ich habe keine Ahnung mehr. Ja. Was hatten wir denn noch? Lebende Elemente. So gut. Ja, aber ich habe, ja, dann nehmen wir die. Okay. Ach, da muss ich jetzt wieder irgend so einen komischen Piff-Paff-Zauber machen, ne? Mit dem Ding da. Wo ist denn der? War denn das nochmal? Oh ja, an das werde ich mich auch immer erinnern, wie lange ich für diesen Case gebraucht habe, das zu entschlüsseln. Na, was haben wir denn hier? Glaube, Brustpanzermittel, Glaube. Ach man. So. Können wir nicht irgendwie sortieren? LT. Nee, Moment. Nein, stopp. Noch was sortieren. Ach, da oben. Typ. Typ finde ich gut. Gewicht, Typ. Jetzt habe ich vergessen, wie die hieß. Ey, jetzt. Da. Jetzt lass mich doch mal da rein, bitte. Ja, wie hießen die jetzt? Und vor allen Dingen, es ist doch nicht sortiert. Gewicht, Typ. Leichte. Ah, jetzt ist es sortiert. Okay. Weisheit, Dimension, Harmonie. Glaube war das. Oh. Ach, ich kann gar kein Set aufsetzen. Naja, ist egal. Dann nehmen wir hier noch den Kopf. Na, Gewicht, Typ, Typ. Sie sind jetzt schwer unten. Ach Mann. Also irgendwie. Irgendwie funktioniert die Sortierung nur so willkürlich. Scheiße, jetzt habe ich. Ach ja, Glaube war das, ne? Ja. Mal gucken, ob wir die restlichen Teile auch noch finden. Ach, nee, okay. Okay. Nein, nein. Ich habe mich gerade wieder an die Fat Roll gewöhnt, wenn ich ehrlich bin. Es tut mir leid, dass ich jetzt wieder ewig so rumsuche, aber es ist nun mal bei dem Spiel so. Was hatten wir denn jetzt? Typ nochmal. Schwer interessiert uns nicht. Glaube 50. Harmonie. Harmonie? Ich glaube, Harmonie hatten wir auf jeden Fall, ne? Ja, aber jetzt haben wir wieder die Fat Roll. Korrekt?
Welche Rüstung war jetzt wieder die andere? Die Weisheit war das, ne? Ja, wir benutzen mal die Weisheit. Wir haben hier eine Waffe, die richtig reinhaut. So, jetzt gehen wir mal zu dem Fürst der Finsternis.